Hauptform. Es regnet wieder scharfe Kritik für Twitter-Star US-Präsident Donald Trump. Zwischen dem Präsident und dem führenden republikanischen Senator Bob Corker ist ein außergewöhnlicher offener Streit ausgebrochen. Auslöser ist eine Serie von Tweets, die der Präsident am Sonntag gegen Senator Corker feuert. Corker ist für den horrenden Atomdeal mit dem Iran verantwortlich, betont Präsident Trump. Er bezieht sich dabei auf die Multistaatenvereinbarung, die Teheran im Gegenzug zur Aufhebung internationaler Sanktionen zur Begrenzung seines Atomprogramms verpflichtet. Das lässt aber der Vertreter des Bundesstaates Tennessee, Bob Corker, nicht so stehen und schießt prompt zurück. Es ist eine Schande, dass das Weiße Haus eine Tagesbetreuung für Erwachsene geworden ist. Jemand hat offensichtlich heute Morgen seine Schicht versäumt. In rücksichtsloser Weise droht Trump anderen Ländern, mit diesem Verhalten kann der US-Präsident das Land auf dem Weg in Richtung Dritten Weltkrieg führen, so der Senator auf Twitter. Hintergrund für Trumps Attacken dürften anscheinend Äußerungen von Corkers in der vergangenen Woche sein. Denn da deutet der Senator an, dass Trump dringend eine Beaufsichtigung brauche. Außenminister Rex Tillerson, Verteidigungsminister Jim Mattis und der Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, sind diejenigen Leute, die helfen, unser Land vom Chaos zu trennen. Donald Trump ist immer wieder bekannt dafür, seine politischen Gefechte über den Kurznachrichtendienst Twitter zu führen.